Jo, da sind wir da, bei Zelda Majora's Mask. Ja, also, kommen wir nochmal zu den Einzelheiten der Challenge. Das Spiel geht darum, also man weiß ja, man kann später immer wieder zum ersten Tag zurückkehren, durch die Hühner der Zeit. Und es geht darum, das Spiel, also meiner Challenge, das Spiel in drei dieser Abschnitte zu schaffen. Bitte höre mein Flehen, das Charakter meinen Körper zerschmettert und den Anteil, in der alle Winde zerstreut. Bitte bring mich zur Feenquelle in Nord-Unruhstadt. Ja. In dieser Challenge geht darum, dass das ganze Spiel mit nur drei Zyklen zu schaffen. Das scheißt. Gut. Abgesehen vom ersten Mal, wo wir uns später zurückverwandeln, werde ich die Hymne der Zeit nur zwei weitere Male verwenden. So, mal kurz hin. Hey, warte, einen Moment noch. Setz deine Mut auf. Dieses Privateigentum. Versuche nicht, in meiner Anwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. Obwohl der Karneval noch gar nicht begonnen hat, bist man bereits mein ganzes Lager ausverkauft. Vielleicht schließe ich meinen Laden und kümmere mich um die Geschenke für meine Frau. Ich hörte von einem Stein, den man Mondrian nennt. Sein Glanz soll strahlender sein als Sternenstaub am nächtlichen Himmel. Wenn du einen solchen Stein hast, würde ich ihn gerne abkaufen. Meine Frau würde sich bestimmt freuen. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Haben wir gerade nicht. Hast du etwa eine? Bist du ein Deko? Daher solltest du wissen, wie vorteilhaft es ist, eine Dekoblume sein eigen nennen zu dürfen. Wenn du dich nicht beeilst, wird dein anderer Deko das Rennen machen. Wer zuerst kommt, fliegt zuerst. Ja. Und ja. Wir schaffen alle Dungeons und holen alle Masken. Irgendwie ist da gerade das Kind verschwunden für einen Moment. Und das alles halt in drei Zyklen. Wenn man hier vom Nullten, wo ich gerade dabei bin, mal absieht. Und das ist halt meine Challenge hier in diesem Spiel, für dieses Spiel. Viele werden sich denken, wow, das wird doch nie im Leben klappen und so, ne? Aber schauen wir doch mal. Ich habe mir auf jeden Fall einen guten Plan gemacht, wann ich was alles machen muss. Sodass ich auch wirklich jede Münze... Also es wird auch wahrscheinlich auch öfters mal vorkommen, dass wir aus den Dungeons einfach zwischendurch raus müssen, um eine andere Quest zu erledigen. So, ich gehe einfach gerade nochmal in jeden Teil der Stadt, um mal die Sequenzen zu starten. Sammle nebenbei noch ein bisschen Geld. Einfach nur, damit wir überall mal sehen. Oh, wir sind jetzt da. Also wir sind in Unruhstadt schon mal. Wenn wir nach oben schauen, da ist ein Mond. Der grinst uns böse an. Der will hier auf die Stadt knallen. Denn je weiter die Zeit fortschreitet, desto näher... Sag mal, kommt der runter. Und wir sind nun in Nordunruhstadt. Was man nebenbei noch machen muss, ist hier auf jeden Fall noch ein paar Rubine zu sammeln. Denn wir wollen uns noch eine Karte kaufen von dem Gebiet hier. Haben wir noch einen Rubin? Ja. Aber ich glaube, mit 12 Rubinen sollten wir genug kaufen. Und da haben wir doch einen unserer Lieblingshelden hier. Nu, grüne Kleidung, weiche Fee. Mein Herr, hat ihr vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte. Oh, ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ich mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich sollte mich meinem Alter entsprechend verhalten, aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glück des Glücks, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, zeige ich meiner Freundschaft, wäre ich Ihnen einen Sonderpreis für meine Karten. Wo wollen Sie eine von... Ja, ich möchte von Unruhstadt eine kaufen. Oh, hurra! Und damit haben wir die Karte von Unruhstadt. Jeder steht bereit. Die magischen Worte an Tingle für sicher schon. Stehen Sie nicht. So, unten sehen wir jetzt eine Karte. Und wir machen es nun auf zur großen Feenquelle. Zur großen Fee in der Feenquelle. Und diese Drehung werde ich auch ganz oft benutzen, damit ist man ein bisschen schneller. Oh nein, die große Fee. Ja, hier, ich habe dir deinen Teil mitgebracht. Und man achte, die wohl creepigsten und komischsten Feen in ganz Zelda-Universum. Allein schon diese Lache und... Ja. Sie sind nur mit Ranken bekleidet irgendwie.
Ah, Taya und du, junger Freund im fremden Körper, habt Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die Großfee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gebe ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an. Und wir können Magie. Besoffen. Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflasche und Elixiere stellen deine magische Kräfte wieder her. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkit. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangst hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Oh Gott. Ach, gehen wir hier weg. Mit unserer schönen Dekurette. So. Wir sollen also nun zum Observatorium. Und das erreichen wir, indem wir diesen Ballon abschießen. Damit Jim, den Anführer der Bomber, hier erschrecken. Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Jubel für einen Deko-Kerl. Wir Bomber haben ein Versteck, von dem man aus das Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um hereinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Na gut, Aufstellung, Jungs. Wenn du uns bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst du losgehen? Yo. Gut, eine kleine, aber einfache Aufgabe. Wir sollen einfach nur alle Bomber einfangen. Ja. Hab dich. Nummer 1. So, der zweite, der wartet auch direkt schon hier hinten. An sich eine wirklich... Wo bist du denn? Da. Zweite. Eine ziemlich leichte Aufgabe. Voll mit dieser Deko-Drehung. Mit der Dekurette. Lassen sich auch ziemlich leicht einfach umhauen. So, der nächste, den haben wir schon hier vorne dann. Der fliegt gleich mit einem Hühnchen runter. Nummer 3. Der nächste haben wir gerade rechts oben auf dem Dach gesehen. Dazu benutzen wir die Dekoblume hier. Drehen uns dahin. Und fliegen hoch. Der springt dann für gewöhnlich dann hier runter. Ah, Moment. Bevor der mir noch da zum Ritter rüberläuft. Weil an dem Ritter können wir nicht vorbei. Und das wäre dann ziemlich doof. Oh, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Komm, verdammt nochmal her, du kleines Balk. Nein! Das ist nämlich auch ein schönes Problem, wenn die in die... Ich sag mal, in die Teleporter da zum nächsten Bereich reinlaufen. Laufen wir aus Versehen in ein anderes Gebiet und wir müssen ihn nochmal darunter holen. So, nochmal da hoch. So, diesmal kriege ich dich. So, einer noch. Und der letzte ist, meine ich, in Westunruhstadt. Hier für den 0. Zyklus haben wir auch eh mehr als genug Zeit. Weil wir müssen nicht viel machen. Wir müssen an sich nur halt bis zum Observatorium gehen. Dort eine kleine Sequenz ansehen und eigentlich noch hier wieder zurückkommen. Und dann müssen wir eigentlich nur warten. So, das letzte Kindchen ist hier oben irgendwo, meine ich. Da vorne. Hab dich. Ah, fast. Hab dich. So. Das waren alle. Hätte auch ein bisschen schneller gehen können, aber naja. Du bist ziemlich gut drauf, Kerl. Wärst du ein neuer Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall! Keine Dekos! Ja, die Dekos sind in diesem Spiel total die Opfer. Die werden ständig gedisst und alles Mögliche. Naja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen. Und Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen, verrate ich dir den Code. Also, ich werde ihn aber nur einmal sagen. Also, pass gut auf. Bist du bereit?
Top, top. Top, top, top. 54123. Der Code lautet 54123. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ost-Unruhstadt. Ich glaube, dass der Code ändert sich auch mit jedem Spiel, das man macht. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Jedenfalls, es ist ein leicht zu merkender Code, würde ich mal sagen. So. Ja, wenn du vorbei willst, musst du Code sagen. Kenn ich. Ich kenne Code, also komm, lass mich hier durch. So, von hier aus können wir nun Richtung Observatorium gehen, und zwar schön Untergrund. Indem wir uns einfach hier... Genau, eine Eigenschaft der Dekus. Sie können über Wasser hüpfen. Sind aber sehr anfällig gegen Feuer. Also wenn sie einmal in Feuer reinfallen, instant tot. So, den Ballon schießen wir ab. Holen uns hier erstmal wieder neue Magie. War hier nicht in den Dinger Magie drin? Ach da, okay, auf der anderen Seite. So. Also Ballon abgeschossen, wir können jetzt hier hoch. Naja, was Taya da sagen will immer, das werde ich einfach mal gekonnt ignorieren, da sie nicht wirklich hilfreiche Tipps gibt, meine ich. So. Wir sind nun hier im Observatorium. Und wollen nochmal mit dem Typen hier reden. Mosian, welcher merkwürdiger Geselle kommt in mein Haus? Bist du ein neuer Freund der Bombande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesen Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagt, er würde meine Mondträne stehlen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrenturms und sorgt dort für Unruhe. Ja, ich möchte einen Blick ins Teleskop werfen, so. Unsere Aufgabe ist nun, da oben rein zu zoomen und das Horrorkit zu sehen. Denn das Horrorkit rückt jetzt nach oben. Übrigens, das Horrorkit, er meinte ja, dass er uns kennt. Ja, und zwar aus Ocarina of Time. Ich weiß gerade nicht genau mehr, wo das war, weil ich habe Ocarina of Time nur einmal bisher gespielt. Irgendwo in einem Wald dort, in der Nähe des Kokiri-Dorfes, glaube ich, hat er einem ein Lied beigebracht. War das jetzt ein Esalias-Lied nicht? Oder man musste halt ein Lied für ihn spielen. Irgendwie sowas in der Art, glaube ich, war das. Oh, hast du eben Unruhestifter gefunden? Der laute Knall, was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zu einer gefallen. Geh durch diese Tür und schau euch draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störung wieder auf das Dach des Uhrenturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch die Tür, die sich nur am Vorabend des Karnevals öffnet. Jupp, da haben wir auch gerade erfahren. Am Vorabend des Karnevals können wir auch oben aufs Dach drauf. So. Nun haben wir erstmal die Mondträne gefunden. Ja. Und wir wissen ja, der eine Deko meint, ja, ich möchte Mondträne für meine Frau und so. Und die bringen wir ihm jetzt. Denn wir müssen da halt mit dem Horrorkit sprechen. Und das geht halt auch, wie gesagt, nur am Vorabend des Karnevals. Das heißt, das öffnet sich um 12 Uhr am letzten Tag. Wir schon sehen, die Tage, also der Tag beginnt um 6 Uhr. Also die Tage, also 6 Uhr bis 18 Uhr ist immer der Tag und von 18 Uhr bis 6 Uhr ist die Nacht halt des jeweiligen Tages. Und in der Nacht des dritten Tages um 12 Uhr öffnet sich halt das Tor da zum Dach des Uhrenturms, wo wir halt hin müssen. So, und was machen wir nun? Wir gehen jetzt nochmal nach Südunruhstadt. Gehen dort mit dem Deku reden. Wo haben wir den denn? Nacht des ersten Tages verbleiben 60 Stunden. Der Hund mag uns nämlich auch nicht, der greift uns ständig an. So. Ja, ich besitze eine Mondträne. Hier, kannst du haben. Ah, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar meinen Platz an hier, inklusive Dekoblume, wie wär's? Jupp, damit haben wir die Landurkunde. Oh, das ist perfekt. Jetzt habe ich ein perfektes Souvenir für meine Frau. Es ist lange Zeit her, dass ich ihre Augen und am Glanz eines so kostbaren Juwels erfreuen durften. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekos hoch im Kurs stehen, aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen.